Hallo zusammen. Ich bin neu hier auf YouTube. Zumindest ist mein Gesicht relativ neu, deswegen gewöhne ich euch kurz an mein Gesicht. Das ist mein Gesicht. Gut. Kurz zu mir. Ich bin Markus Müller-Hanefeld und ich habe schon ziemlich lange vor, jetzt endlich mal mit diesem Channel hier zu starten. Aber ich habe mich immer gefragt, okay, wie und womit fangen wir denn jetzt mal an? Ich studiere Regie, Filmregie, bin gerade quasi dabei, meinen Abschlussfilm vorzubereiten. Und bin vor kurzem von München nach Leipzig gezogen, komme auch aus Leipzig, war aber 12 Jahre in München und habe dort sehr viel verschiedenen Kram gemacht. Ich habe dort eigentlich mal angefangen in einem Verlag, das war damals meine Ausbildung zum Medienkaufmann Digital und Print, dann mal beim Filmfest München gearbeitet, dann hat es mich in die IT verschlagen, habe dort jahrelang Datenbankadministrationen und später Marketing, speziell Online-Marketing gemacht und nebenher ganz viel Kunst. So, ja, ich habe geschrieben, Lesebühnen organisiert, Lesebühnen, Filmformat-Kombination veranstaltet und nebenher versucht, viele Filme zu machen, was ein relativ schwerfälliger Prozess auch war. Bis ich dann gesagt habe, okay, ich brauche jetzt eine Lösung, alles auf eine Karte und nochmal angefangen habe, mit 28 Regie zu studieren. Und jetzt sitze ich da. Wenn ihr diesen Channel hier guckt, seht ihr, dieser Channel hier heißt Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause ist eins meiner letzten Projekte. Eine Short-Serie, eine Political Correctness-Parodie, 5x10 Minuten, wo es ganz speziell um Dinge geht, die gerade unseren Zeitgeist sehr, sehr prägen. Papa, kannst du mal 5 Minuten nicht mansplainen? Du hast deinen Wohlstand doch eh nur wegen deines White Privilege. Die ich ehrlich gesagt in großen Teilen, mit sehr viel komödiantischem Potenzial behaftet sehe und empfinde. Wir stehen hier in Unterwäsche und tragen Dessous nicht, weil wir sexy sein wollen, sondern weil wir Lust darauf haben. Ohne den männlichen Blick ist nämlich jeder Körper bedingungslos schön. Und wir lernen uns gegenseitig zu lieben. Ohne dass alles von einem Patriarchat gelenkt wird. Auch um diese Serie wird es gewissermaßen gehen. Also ich versuche hier einen Hybrid, den ich so noch nicht gesehen habe, aus Vlog und Content, der quasi in eine, der sich mit Kunst und Kultur bzw. auch Kulturkritik, aber auch Politik beschäftigen wird. Und das Ganze ist auch gekoppelt an quasi meine Idee, wie man sowas als narrative Serie umsetzen kann. Ihr findet außerdem hier einen Kurzfilm, Der neue Mensch, das ist so eine Science-Fiction-Dramedy, würde ich sagen. Und auch da geht es im weitesten Sinne um diese Inhalte für diesen Kanal hier. Also in Der neue Mensch geht es um das Scheitern eines jungen Unternehmers bzw. eines jungen Technik-Nerds, eine Virtual Reality Technologie, die nicht auf einer Brille basiert, zu entwickeln. Eher symbolisch auch für unsere momentane Herausforderung in Deutschland, mit Digitalisierung und den aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten, währenddessen wir von Schwellenländern links und rechts überholt werden. In Der neue Mensch zeigt sich das auch dadurch, dass ich halt sehr auch mit diesen Elementen von deutschem Kulturerbe, dem, was wir auch als Teil unserer Identität auch sehen können, auch zusammen mische. Also Beethoven, Goethe. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets scheiß drauf. Also der deutsche Film ist per se schon lange natürlich politisch. Es hängt natürlich auch damit zusammen, wie sich unsere Förderinstitutionen, unsere Rundfunkanstalten zusammensetzen, welche Rolle da auch etablierte Parteien dabei spielen bei der Programmauswahl. Das ist alles kein Geheimnis. Da mache ich hier keinen Investigationsjournalismus, wenn ich darüber ein bisschen was erzähle. Und ich werde, glaube ich, darüber auch ein bisschen was erzählen. Was mir noch auffällt, ist eine Entwicklung, die mich persönlich sehr erschreckt, dass zum Beispiel viele Festivals auch sehr nach Themenschwerpunkten, nach sozialkritischen Aspekten bzw. aktuellen Trendthemen und einer Meinung, die sie selber teilen, Filme auswerten, Kunstprodukte geschaffen werden, nur um diese Markt in dieser Form zu bedienen. Und ehrlich gesagt fehlt mir so ein bisschen der Dialog. Es gibt momentan so einen breiten Konsens, was man gut und schlecht finden soll, und der ist sehr. Ich entdecke da einfach Tendenzen, die mir Sorgen bereiten, und über die würde ich hier gerne reden. Dafür werde ich mir auch einige Gäste dazu holen. Es wird kleine Gespräche geben. Ich will speziell Gründer bzw. Leute, die versuchen, was aufzubauen, mit ins Boot holen. Also
zum Beispiel ein Digital Nomad, der quasi die Welt bereist hat, überall an verschiedenen Orten gearbeitet hat und sehr schön vergleichen kann. Wie sehen denn Arbeitswelten und neue Digitalisierungsprozesse zum Beispiel in südostasiatischen Ländern aus oder anderswo in der Welt, in Südamerika? Ich will über Inhalte und Werte und unsere Reflexionen unserer selbst sprechen, unter anderem mit Theologen. Ein Pfarrer werde ich mir auf jeden Fall dazu holen, da bin ich erstaunlich gut connected. Und auch Leute aus der Filmbranche, Schauspieler. Das sind alles Menschen, mit denen ich auf dieser Couch hier drüben Castings veranstalten werde. Mit denen ich hier drüben reden will über ihren Eindruck aktueller Entwicklung in Deutschland und in ihrer Branche. Genau, das ist so schon so ein bisschen das, was ich hier auch perspektivisch vorhabe. Ich freue mich drauf, wenn ihr dabei seid. Abonniert doch unten diesen Channel, wenn ihr Lust habt zu sehen, was dabei rumkommt. Das ist mein allererstes wirkliches YouTube-Video, das ich mit mir selber von der Kamera aufnehme. Ich arbeite noch an Struktur und Flow und Style und freue mich auch drauf, wenn ihr da dabei seid. Bis dahin, danke. Wir sehen uns.